Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zum Intersolar Award 2010. Ja, sind Sie es oder Sie oder vielleicht Sie, die den Award dieses Jahr gewinnen werden? Schauen wir mal. Fakt ist auf jeden Fall, es ist eine unglaublich innovative Branche und die innovativsten Ideen, die werden ja jedes Jahr auf der Intersolar Europe mit dem Intersolar Award geehrt. Das geht in zwei Bereichen, entweder Solarthermie oder Photovoltaik. Und was es genau mit diesem Preis auf sich hat, das zeigen wir Ihnen jetzt in einem kurzen Film. Was die Oscars für die Filmindustrie sind, ist der Intersolar Award für die Solarbranche. Bereits zum dritten Mal wird der Preis im Rahmen der Intersolar Europe verliehen. Und zwar von den Veranstaltern der Messe, der Solar Promotion GmbH und der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH in Kooperation mit dem Bundesverband Solarwirtschaft. Der Intersolar Award soll Innovation anreizen. Anreizen, aber auch honorieren. Wir haben geradezu den Bedarf und die Notwendigkeit, hier ja immer besser zu werden, um wettbewerbsfähig zu werden mit konventionellen Energien. Und da gibt es entlang der gesamten Wertschöpfungskette unheimlich viel Ideen, Innovation, Know-how. Und das wird hier ausgepreist, damit es die jungen Unternehmen auch ein bisschen leichter haben, damit letztendlich Geschäfte zu machen. Neben den Bereichen Solarthermie und Photovoltaik konnten sich in diesem Jahr erstmals Firmen der Photovoltaik-Produktionstechnik bewerben. Ebenso alle Aussteller der Intersolar North America. Dadurch waren mehr als 2300 Unternehmen teilnahmeberechtigt. Wir freuen uns höchsten Zuspruchs, brauchen inzwischen mehrere Jurys, die im Prinzip die Vielfalt an Einsendungen überhaupt prüft. Das ist eine große Herausforderung, weil letztendlich sich überall Innovationen verbergen. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, der Intersolar Award hat sich als internationaler Technologiepreis in der Solarbranche etabliert. Und er gilt als Symbol für den hohen Stellenwert der Intersolar Europe. Das hier, das ist das Objekt der Begierde. Das ist der Intersolar Award 2010 und den darf ich Ihnen hier exklusiv vorab geheim quasi in unserem Intersolar TV Studio präsentieren. Fest steht, noch nie hat es die Jury so schwer wie in diesem Jahr, denn noch nie waren so viele Bewerbungen dabei und noch nie waren die Bewerbungen auf einem so hohen Niveau wie in diesem Jahr. Wer ihn dann am Ende mit nach Hause nehmen konnte, das zeigen wir Ihnen jetzt. Viel Spaß! Der heutige Tag leuchtet besonders hell, zumindest für einige der insgesamt 30 Nominierten. Prämiert wurden am Ende pro Sparte jeweils drei Gewinner. Und zwar in den Bereichen Solarthermie und Photovoltaik sowie in der Kategorie PV-Produktionstechnik. Im Bereich Solarthermie hat die F-Safe Solartechnik GmbH den Award gewonnen mit ihrem besonders effektiven und flexiblen Wärmepufferspeicher. Außerdem wurde der neue Fassadenkollektor CPC Office System Vicona geehrt. Die Entwicklung ist ein Gemeinschaftsprodukt der Firmen Frehner und Reifer Metallbau GmbH, der Hydro Building Systems GmbH, der Ritter Energie und Umwelttechnik GmbH und Co. KG sowie des Instituts für Baukonstruktion der Universität Stuttgart. Der dritte Award im Bereich Solarthermie ging an die Berliner Invensor GmbH mit ihrer Adsorptionskältemaschine. Die Maschine macht aus Wärme Kälte. Das klingt im ersten Moment paradox, funktioniert aber. Sommer. Jetzt arbeiten Solarthermieanlagen auf Hochtouren. Zugleich ist der Kühlungsbedarf am größten. Hierin liegt der Clou einer Weltneuheit. Die Adsorptionskältemaschine LTC verwendet erstmals Zeolith, arbeitet mit niedrigen Antriebstemperaturen und nutzt statt Strom die Sonne für Kühlung und Fernwärme. Bereits bei 65 Grad Celsius erreicht das Gerät fast 100% Leistung. Der Stromverbrauch ist gering. Als Kältemittel dient reines Wasser. Kurz, eine echt coole Idee. Mit unserer Technologie sind wir uns sicher, dass wir den Kältemarkt teilweise revolutionieren können, weil wir durch die Nutzung von Abwärme kaum noch Strom verbrauchen dafür. Das wird in Zukunft auf jeden Fall eines der Kernthemen sein. Im Bereich Photovoltaik gingen die diesjährigen Intersolar Awards an die ABB Schweiz AG mit ihrem Hochleistungsautomaten S800. An den wetterfesten Zentralwechselrichter Sunny Central 800 CP der SMA Solar Technology AG
sowie an die Gerlicher Solar AG mit dem innovativen Transport- und Montagesystem für Photovoltaik-Großmodule. Ein Komplettsystem für den gesamten Prozess von der Herstellung bis zur Endmontage. Ganzheitliches Denken, integrierte Lösungen. Das Transport- und Montagesystem für Photovoltaik-Großmodule reicht von der Fertigung bis zur Baustelle. Alle Komponenten arbeiten perfekt zusammen und optimieren sowohl das Handling als auch die Montage. Ein Ansatz, der die Photovoltaik nach vorne bringt und die Erschließung des Marktes für Großmodule fördert. Bei mir ist jetzt ein echter Sieger, Toni Nähbauer von Gerlicher Solar. Er hat nämlich den Intersolar Award dieses Jahr unter anderem abgeräumt. Er möchte ihn auch gar nicht mehr hergeben, diesen Pokal, diese Auszeichnung. Wofür haben Sie den denn bekommen? Wir haben den bekommen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie man die BOS-Kosten in der Solarindustrie senken kann. Wir haben uns die Logistik angesehen vom Ende der Modulproduktion bis zur Ablage der Module auf dem Solargestell. Und hier haben wir einen Roboter gebaut, unter anderem mit dem Großmodule 5,7 Quadratmeter kosteneffektiv schnell abgelegt werden können. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? Wir haben uns intensiv mit den Großmodulen von den Fabriken aus den Applied Materials Fabriken beschäftigt und gesehen, dass diese gesamte Logistikkette noch nicht gut durchdacht ist. Und darum haben wir uns hingesetzt und da neue Konzepte entwickelt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Jetzt ist es so, Sie haben den Intersolar Award bekommen. Was erwarten Sie sich dadurch für die Zukunft? Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Er ist auf jeden Fall ein Ansporn, in Zukunft weiterzumachen und auch dieses Gebiet der Großmodule in die Freifläche zu setzen, hier weiterzuentwickeln. Und wir hoffen, dass wir da viele neue Partner hier auf der Intersolar finden, mit denen wir zusammen dieses Thema angehen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Neu in diesem Jahr ist die Erweiterung um die Kategorie PV-Produktionstechnik. Mit Unterstützung der Semi-PV-Group wurden auch hier drei Gewinner gekürt. Es gewannen die Festo AG und Co. KG, die Gemotec Limited und last but not least wurden die Gebrüder Schmidt mit einem der begehrten Intersolar Awards geehrt. Ihre Neuerung setzt bei der Prozessoptimierung an. Denken in Prozessen. Diese Philosophie prägt den LTP 1500. Der Lasertransferdrucker wird zum kontaktlosen Metallisieren von Solarzellen eingesetzt. Dabei kann auf lösemittelhaltige Pasten verzichtet werden. Einer der bisherigen Trocknungsschritte entfällt. Der modular aufgebaute LTP 1500 lässt sich leicht in bestehende Fertigungslinien integrieren. Prozessoptimierung, die sich rechnet. Wir sind überaus glücklich, weil das ein wunderbare Belohnung für die vielen Investitionen und Bemühungen in Richtung Innovation darstellt für uns und natürlich auch für unsere Mitarbeiter wunderbare Motivation ist. Nicht nur die Gewinner, sondern auch die Veranstalter sind mit dem Intersolar Award 2010 sehr zufrieden. So unterschiedlich die prämierten Produkte auch sind, sie zeigen alle, dass die Solarbranche auf dem Weg in eine sonnige Zukunft ist. Das war unsere Sondersendung zum Intersolar Award 2010. Wir gratulieren natürlich allen Gewinnern aufs Allerherzlichste. Und wenn Sie jetzt sagen, beim nächsten Jahr, beim Intersolar Award 2011, da wollen Sie auch mitmachen, dann informieren Sie sich doch ungefähr ab Februar auf der Homepage www.intersolar.de. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück.